Das Urmel, das hat viele gute Freunde. Das Urmel fühlt sich wohl auf Titibu. Das Urmel, das hat viele gute Freunde. Und du gehörst ganz sicher auch dazu. Ja, du gehörst ganz sicher auch dazu. Doch zurzeit fühlt sich das Urmel gar nicht so wohl in seiner Urmelhaut. Es hat nämlich die Masern, urmelige Masern. Immer nur im Bett liegen, Kräutertee trinken, Tabletten schlucken und schwitzen, das gefällt ihm absolut nicht. Was hilft's? Wer krank ist und schnell wieder gesund werden will, der muss eben im Bett liegen, Kräutertee trinken, Tabletten schlucken und schwitzen. Außerdem, wer viel im Bett liegt, hat viel Zeit zum Träumen. Du, Wutz, hast du schon jemals geträumt, ein König zu sein? Ich kann mich nicht an etwas Ähnliches erinnern, Urmelchen. Aber ich war König von Titivu und ich habe regiert und Reden gehalten und kommandiert und ich sage dir, das sagst du mir morgen, denn ich sage dir jetzt, dass du schlafen sollst. Schlafen? Ich will aber nicht schlafen. Ich bin nämlich putzmunter. Ich hör's. Du bist so munter wie ein Igel um die Weihnachtszeit. Da hält er nämlich seinen Winterschlaf. Ach, müde. Oh, Wutz, sag mal, was hast du denn in den Tee getan? Der Baldrian fängt zu wirken an. Jetzt schließ die Augen, Urmelchen. Mag nicht. Doch. Doch, sei lieb. Schlaf, damit du bald wieder gesund wirst. Vielleicht bist du dann wieder König von Titivu. König von Titivu. Schön. Du ja wieder, Urmelkönig. Das Reich der Träume öffnet sich für dich. Traumkobold, weißt du, wo meine Königskrone ist? Ich sehe sie im ganzen Reich der Träume nicht herumliegen. Du trägst sie doch auf deinem Kopf. Auf meinem Kopf? Ach, natürlich. Wo soll denn eine Krone sonst sein? Wer singt denn da? Ich bin König von Tatabu. Ja, ich bin der König. Seelefant. Ich bin König von Tatabu. Seelefant, ja. Was machst du in meinem Thronsessel? Ich singe, wie du hörst. Gib mir die Krone, damit ich ein kompletter König bin. Du wirst gleich komplett von meinem Thron verschwinden. Pinguin, Wawa, Wutz und Schusch, was steht ihr hier herum? Und huldig dem falschen König. Wir huldigen gar nicht. Wir hören bloß. Tschu, ihr dienet ganz ekelhaft unterwürfig vor dem, der mir Thron und Krone wegnehmen will. Warum filmst du denn so? Ich werde euch nicht nur schimpfen, sondern euch ganz hart bestrafen. Schrecklich hart bestrafen. Aber wie? Ja, wie? Darauf bin ich gepfannt. Wir sind wirklich sehr gespannt. Ja, sehr gespannt. Mit dir wird es gleich aus sein, Seelefant. Oh. Ich wünschte, ihr wäret alle leblos und versteinert. Schon geschehen. Jetzt seid ihr alle versteinert. Das ist eure gerechte Strafe.
Jetzt habe ich endlich Ruhe vor euch. Diese Stille im Schloss. Ach, jetzt habe ich ja keine Freunde, keine Spielgefährten und keine Untertanen mehr. So macht das Königsein auch keinen Spaß. Urmelchen, soll ich deine Freunde nun wieder lebendig machen? Sind sie denn tot? Nein, nur totenstill. Ich mag aber nicht, dass sie totenstill sind. Nicht? Dann pass auf. Was war denn jetzt los? Ich habe euch ein wenig erstarren lassen. Was? Du? Ich nicht, aber mein Freund, der Traumkobold. Und der hört auf meine Befehle. Und jetzt befehle ich Selefant, meinen Thron frei zu machen. Oh, gerade jetzt, wo ich es mir so gemütlich gemacht habe. Platz da! So, jetzt habt ihr euren König wieder. Und nun will ich endlich eine Königin haben. Wo sollen wir denn eine Königin hernehmen? Königinnen machen womöglich noch mehr Ärger als ein einzelner König. Ach, es soll ja nur zum Spaß sein, als Spiel. Ich will eine prächtige Hochzeit feiern. Feiert ist immer schön. Wo gefeiert wird, da bin ich dabei. Hochzeit, wie schön, wie rührend. Rosen auf dem Weg. Ja. Und brennende Kerzen. Ja, ja. Leider können wir das Spiel nicht spielen. Warum nicht? Ja, warum? Weil wir keine Braut haben. Oder will Ormel vielleicht um Selefants Hand anhalten? Es wird sich doch etwas finden lassen. Sicher lässt sich etwas finden. Ja, wer meldet sich freiwillig? Selefant ist etwas zu groß. Mhm. Und Wawa etwas zu klein. Wawa ist etwas klein, aber... Aber immer er ist etwas urmelähnlich. Urmelähnlich? Ihr seid beide grün und habt einen langen Schwanz. Wawa ist wohl wirklich zu klein. Der König muss immer größer als die Königin sein. Ich bin doch aber keine Waran-In, sondern ein Er. Ein Waran. Ach, spielen kann man alles. Auf, Freunde, es gibt viel Arbeit. Arbeit? Ja, also ich mache Wawa zur Königin. Nicht? Oh. Und Wutz ernenne ich ab sofort zur Hofmarschallin. Und Pinguin zum königlichen Generalpostmeister. Früher warst du ja schon einmal königlicher Briefträger. Ja. Daran habe ich aber schlechte Erinnerungen. Da wurde auf mich mit dem Gewehr gepfiffen und vielleicht wird jetzt mit Kanonen auf mich gepfiffen, weil General doch so militärisch klingt. Unsinn! Niemand schießt auf dich. Du bekommst ein feines Postamt. Ein Postamt für mich allein. Eines mit Falter und Regal, mit Briefwaage und einem Pfild vor der Tür. Falterpfunde von 8 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr. Ja, aber du wirst sicher Überstunden machen müssen. Überpfunden? Na, was denkst du, wie es bei einer Hochzeit zugeht? Da sind Einladungen zu verschicken. Glückwünsche an mich weiterzuleiten. Glückwünsche. Hoffentlich stolperst du beim Postaustragen nicht über deine Wapfelfüße. Ich habe keine Wapfelfüße und folpere auch nicht. Komisch, dass der oberste Postmeister nicht pflegen kann.
Eine Loftpost wäre doch feiner als eine Watschelpost. Oh, das ist eine gute Idee, Schusch. Du wirst die königliche Luftpost. Und dann untersteht er mir, denn ich bin der Generalpostmeister. Unterstehen? Du untersteh dich, frech zu werden. Dann macht der Luftpost von ihrem Streikrecht Gebrauch. Dann pflegst du, aber nicht am Himmel, sondern von deinem Posten. Ruhe, Ruhe! Es wird jetzt nicht gestreikt und nicht gestritten. Es ist viel zu tun und keine Zeit für ein Hickhack. Ah. Ich brauche einen Telefonanschluss neben meinem Thron. Neben dem Thron? Neben meinem Bett, im Speisesaal, aha, auf der Schlossveranda, aha, auf der Terrasse, im Vorzimmer, ja, im Nebenzimmer, im Bad und auf der an die Arbeit. Puh, das wird flimm, flimm, schlimm. Es wurde schlimm. Alles rannte, flitzte, hopste, watschelte, wuselte und zauste. Wutz musste sich um Wawas Brautgarderobe kümmern, um das Hochzeitskleid, den Brautschleier, die seidenen Schuhe, die Blumen, um die Sitzordnung im Speisesaal, um die Speisenfolge, die Vorspeise, die Hauptspeise, die Nachspeise, die Getränke und, und. Ein Postamt wurde errichtet und eine Briefmarkenproduktionsmaschine angeschafft. Wie das alles ging? Traumkobold macht's möglich. Melde gehorsamst, Eure Majestät, Urmelkönig, die Briefmarkenproduktionsmaschine ist arbeitsbereit. Die erste Briefmarkenserie kann gedruckt werden. Wer betten, Urmelkönig, der Maschine einzuschalten? Wo ist der Einschaltknopf? Hier, der rote da. Weg da! Ich weiß es schon. Achtung! Au! Jetzt hab ich mich eingezwickt. Au! So hilft mir doch jemand. Och, Urmelchen, ich bin ja schon da. Majestät, wenn ich bitten darf, so eine dumme Maschine. Na, was ist? Dreh doch einer das Rad zurück. Urmel und Könige sollte man nicht an Maffinen lassen. Urmelkönige funkt gar nicht. Es gibt keine Urmelkönige, sondern nur einen Urmelkönig und der bin ich. Befreit mich jetzt jemand oder nicht? Selbstverpfändlich. Das macht der Generalpostmeister persönlich. So, so und jetzt gibt's Pfaff. War auch höchste Zeit. Was machen wir nun? Die Maschine muss doch gestartet werden. Also ich rühre das Ding nicht mehr an. Aber eine Hochzeit ohne Einladungen gibt es doch nicht. Och, jetzt können wir nicht mehr weiterspielen. Alles war umsonst. Ich weiß Rat. Was kann man tun? Urmelkönig pflegt mit dem Hammer auf den Pfadknopf. Dann braucht er das Ding nicht anzurühren. Ah. Oh, Traumkobold. Ja. In der Tat, Pinguin, der wusste Rat. Seine Majestät, Urmelkönig, pfartet mit einem Hammerpflag auf dem Pfadknopf die Briefmarkenproduktionsmaffine. Wie sagt man denn jetzt bei so einem Anlass? Man sagt feuerfrei, wenn geschossen werden soll. Es soll aber nicht gepfiffen werden, sondern gepflagen. Dann sagt man eben. Schlagfrei. Also, schlagfrei. Bravo! Maschine Nummer 1. Seht, hier die erste urmelkönigliche Urmelkönig-Briefmarke. Der Kopf von unserem Urmelchen auf der Briefmarke macht sich gut. Urmelchen, Majestät. Majestät. Und jetzt ran an die Arbeit. Einladungen verschicken. Wen laden wir denn alles ein? Alles, was Rang und Namen hat. Und was hat Rang und Namen? Ich erwarte Vorschläge. Seelefant. Ach,
Den brauchen wir doch nicht einzuladen. Der ist doch sowieso da. Dann laden wir König Futsch von Pumpolonien ein. Und seine Frau Naftaline. Der Rektor Dr. Zwengelmann. Und Professor Habakuk Tibaton. Natürlich, der ist ja fast der Wichtigste. Der Wichtigste bin ich, Urmelkönig. Und ich bin der Zweitwichtigste, denn ich bin die Braut. Und ohne Braut gibt es keine Hochzeit. Herrn Müll, das Oberschwein, sollten wir doch auch einladen. Onkel Pitt dürfen wir nicht vergessen. Fupf, gib mir Briefmarken, aber eine nach der anderen. Dann klebe ich sie gleich auf die Post und knall den urmelköniglichen Poststempel drauf. Also los, her. Knall, bumm, knall, bumm, knall, bumm, knall, bumm, knall, bumm, knall, bumm, knall. Das königliche Postwesen war nun lückenlos organisiert. Seine Majestät Urmelkönig fühlte das dringende Bedürfnis, sich ein wenig auszuruhen. In Gnaden entließ er seine Hofbeamten zu ihren verschiedenen Pflichten. Er selbst schlurfte befriedigt mit sich und seinen Taten in das allerhöchste Schlafgemach. Er pfefferte seinen königlichen Umhang auf den Stuhl mit der seidenen Lehne, hing die Krone oben in die goldgeschnitzte Verzierung und legte das Zepter quer über das Sitzkissen. Dann ließ er sich ins Bett fallen, zog die Steppdecke unter das Kinn und stopfte sich ein Stück Marzipan aus der Hofbäckerei in die Schnauze. Fein war das, König zu sein. Vielen Dank, Traumkobold. Ja, da steht ja das Telefon. Da werde ich doch gleich einmal den Professor anrufen. Amt und Vermittlung. Aha, Knopf drücken. Das funktioniert ja wunderbar. Hier Postamt Titiwu, Generaloberpostmeister Ping Pinguin. Was wünschen Sie bitte? Ich wünsche Professor Habakuk Tibaton zu sprechen. Oje, ich weiß ja nicht, wo ist er denn, der überhaupt? Da in Pumpolon, du Trottel! Ah, bitte warten. Moment, bitte warten. Hallo, hallo, hier spricht Habakuk Tibaton. Am anderen Ende der Leitung spricht... Rat mal, wer? Ach, so ein Blödsinn. Wer ist denn da dran? Ich? Wer ist ich? Ich ist Urmel. Ich meine Urmelkönig. Die anderen haben mich nämlich zum König von Titiwu gewählt. Da staunst du, was? Na, allerdings. Was ist denn das wieder für ein Unsinn? Von wo telefonierst du denn, Urmel? Aus meinem Schloss. Und ich liege in deinem Bett. In meinem Bett? Also, das kann ich nicht leiden. Mach sofort, dass du da rauskommst. Ich denke nicht daran. Außerdem werde ich heiraten. Heiraten? Ja, um alles in der Welt, wen denn? Das wirst du schon sehen. Steht alles auf der Einladung. Also, bis bald und auf Wiedersehen. Habakuk Tibaton, ton, 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 ton. Kein Aber. Schluss für heute, Ende. Das ist sowas. Also, das ist doch wirklich allerhand. Der Professor wird jetzt unruhig schlafen. Ich aber umso ruhiger. Gute Nacht, Traumkobold. Bist du eigentlich noch da? Natürlich, natürlich.